Du willst auf deinem Elegoo Neptun-Drucker schöne Thumbnails anzeigen und dabei die neueste Curo-Version verwenden? Dann lohnt es sich dran zu bleiben, denn in diesem Video erkläre ich, wie mein Plugin Curo um das und noch mehr erweitert. Ja, um mein Plugin zu installieren, gibt es im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Entweder über den Curo Marketplace, ich habe es gerade hier schon Elegoo eingegeben und das Plugin gefunden. Wir sehen allerdings, dass es nicht die aktuellste Version, im Moment sind wir schon in 3.Versionen. 3.N-Versionen. Das liegt daran, dass einfach Ultimaker da sehr langsam ist mit der Validierung neuer Updates und ungefähr einen Monat braucht. Wir kriegen das immer hinterher. Stattdessen geht ihr einfach auf die unten in der Beschreibung verlinkte GitHub-Seite, wo die komplette Projektseite ist. Man sieht schon, ich bin auch offiziell von Elegoo gesponsert und wenn ihr mich supporten wollt, gerne auch hier. Das Plugin könnt ihr hier runterladen. Hier ist auch eine Liste mit unterstützten Druckern. Die meisten neuen Modelle, beziehungsweise alle Elegoo-Drucker, die irgendwie Thumbnails unterstützen. Für den Download geht ihr hier einfach auf den neuesten Release und könnt hier das .Curo Package einmal herunterladen. Ich habe mir das Ganze jetzt mal auf den Desktop gezogen, das heißt, wir machen das ganze Curo Fenster ein bisschen kleiner, ziehen uns das Plugin hier rein, um es zu installieren. Und Curo sagt also auch schon, wir müssen neu starten. Das heißt, wir schließen das Ganze einmal, starten Curo neu, um die Installation abzuschließen. So, jetzt können wir das Ganze wieder maximieren, beziehungsweise ich ziehe auch gleich noch kurz in ein Modell rein, wo wir anhand von dem gleich das Plugin voll testen können. Was jetzt hinzugefügt wurde, ist hier oben unter Extensions das Menü Elegoo Neptun Thumbnails und Thumbnail Settings, wo wir das Thumbnail konfigurieren können. Einmal können wir hier auf der rechten Seite für das Vorschau für Bild sagen, was, ob wir das aktuelle Modell sehen wollen. Wenn uns das denn da interessiert, die Werte, die angezeigt werden, sind allerdings immer fake. Die werden dann beim Slicen richtig gesetzt. Was können wir jetzt machen? Wir wählen erstmal unseren Printer aus. Das erkennt das Ganze auch selber. Das heißt, wenn ihr hier oben den Drucker ausgewählt habt, erkennt es das. Dann könnt ihr an der Stelle diesen Drucker verwenden, um das Thumbnail zu machen. Wichtig ist zum Beispiel für den Neptun 2 ist das Format ein bisschen anders, dass es eingegliedert wird. Da macht das einen Unterschied. Das Ganze könnt ihr hier auch disablen, wenn ihr mal sagt, okay, jetzt wollt ihr den Druck ohne Thumbnail haben, das sehen kann, wieso auch immer. Dann haben wir hier die vier Ecken. Hier können wir jeweils wählen, was wir anzeigen wollen. Wir haben einmal die Zeit, die für den Druck benötigt wird, die Anzahl an Gramm fürs Filament, die hergenommen werden müssen, die Höhe einer Layer, die Höhe des kompletten Modells, die Filamentkosten sowie Filament Meters Estimate ist einfach, wie viel Filament wird dafür verwendet. So könnt ihr jede Ecke konfigurieren, ihr könnt auch welche leer lassen, wie ihr das wollt. Und hier gibt es noch einmal Statistik-Button. Macht es raus, wenn ihr ganz auf der sicheren Seite sein wollt. Im Endeffekt sind das ein paar anonymisierte Statistiken, die ich sammle, um das Plugin auch damit verbessern zu können. Schlussendlich einmal Speichern klicken, dann ist das alles übernommen. Und wenn ihr jetzt leist, dann wird im Cheatcode ein Thumbnail hinterlegt und euer Drucker wird dieses beim Drucken anzeigen. Das war's so weit. So einfach ist das Plugin. Ja, ich freue mich, wenn ihr ein Abo da lasst, um nichts zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Noch ein kurzer Nachtrag zum Schluss. Seit dem Dreh des Videos habe ich noch ein Update programmiert, das Thumbnails für Clipper hinzufügt. Dadurch ergibt sich in der Benutzeroberfläche eine neue Option, mit der man die Funktion aktivieren kann. Und im Web-Interface der neuen Neptun 4-Drucker sieht das dann wie hier dargestellt aus. Und man kann ein Thumbnail auch hier anzeigen.